Don't let your kids watch it! Warning. The stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Willkommen und hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung zu einer Folge American Truck Simulator. Ja, mit unserem Mac, mit unserem Bulldog. Das Ding ist wirklich ein Biest. Ich bin so ein bisschen verliebt. Da vorne ist unser kleiner Bulldog auf der Motorhaube. Und das ist auch wirklich eine Bulldogge. Ein Kraftpaket. Hinten dran haben wir so einen kleinen Getreideauflieger. Unser eigener Getreideauflieger. Ja, der ist schon schön, der Mac. Muss ich ehrlich sagen, ich bin schon ein bisschen mit ihm unterwegs gewesen. Jetzt auch auf dieser Strecke schon. Die können wir uns ja mal eben kurz angucken. Ich bin losgefahren in Seattle, Washington, und es soll gehen nach Roswell, da wo die kleinen Aliens herkommen. New Mexico, ne? Also das sieht man hier. Also da unten wollen wir hin, Roswell. Wo ist denn Seattle? Da oben sind wir angefangen. Hälfte gerade mal so ungefähr geschafft, glaube ich. 800 Meilen müssen wir noch fahren. Von 1000... Ah, schieß mich tot. Was sind hier schon über 1000 Meilen? Ich bitte euch, in ATS... Da ist doch jede Meile im Augenblick ein Genuss, besonders wenn man in einem schicken LKW sitzt. Mikrowelle habe ich auch, ne? Fernseher, klar. Logisch. Der ist schon schön, der Mac. Muss man mal ehrlich sagen. Der gefällt mir. Ein Klang hat er. Aber ich mache ihn für euch an. Ist kein Problem. Sekunde. Okay, here we go. Erstmal brummelt er ganz zart, aber wartet erstmal, bis das Biest zum Leben erweckt wird. Dann ist Schluss mit lustig hier. Wo geht's denn hier eigentlich raus? Auch da ist eine Straße, ne? Versuchen wir mal Richtung Straße. Und das sind gerade mal zarte 600 PS, glaube ich. Ne? Also, ich habe es nicht so übertrieben mit dem Motor. Es wäre, glaube ich, noch größer gegangen. 600 PS. Geht ab wie die Luzi. Also, wenn weniger Verkehr ist, dann geht das hier ab wie die Luzi. Dann kommt man auch zu den Aliens nach Roswell. Da kommt ja noch einer. So, darf jetzt ich? Ich möchte auch. Okay, let's find a new route. Ja, finde mal eine neue Route, Manny. Turn left and then turn right. Turn right. Ja, ich turn right und ich will das Biest wieder entfesseln hier. Das sieht gut aus. Wenn man den Mac von innen und von außen so sieht, ne, mit den ganzen Schraublöchern, die er da hat, dann könnte man meinen, das Ding ist von einem Grobmotoriker, also wie mir, zusammengenagelt worden. Aber Power, Power, der zieht, der kennt kein Halten. Man kommt einem so ein bisschen vor, als ob man in einem Sportwagen sitzt. Ne? Zieh den Motor hoch, kein Problem. Und lass laufen. Herrlich. Da hat man überhaupt keine Sorgen. Ja, meine größte Sorge ist eigentlich, in Seattle gab es eine Ladung für meinen Getreideauflieger. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht, wenn wir unten in New Mexico angekommen sind. Bei den Aliens. Keine Ahnung, ob es da Getreide gibt, um eine Rückladung zu kriegen. Nicht, dass ich erst wieder 1000 Meilen fahren muss, bis ich überhaupt wieder eine Ladung kriege. Das Leben eines Truckers, ne? Nicht einfach, nicht einfach, schon gar nicht im ATS. Aber wir genießen den Mac. Ich mag ihn. Das ist genauso wie mit dem Canvas. Den mag ich auch. Den habe ich auch immer noch. Aber jetzt fahren wir Mac.
The Mac is back. Ach nee, der war ja noch nie bei mir, ne? Ist egal. Erstmal damit fahren. Erstmal Meilen damit schrubben, ne? Und das ist das, was ich im Augenblick so liebe im American Truck Simulator. Von Nord nach Süd, von Ost nach West. Meilen. Ah, das macht Spaß. Da kannst du eine Strecke 8-mal gefahren sein. Völlig egal. Das macht immer noch Spaß. Da ist nichts, dass du mal eben so um die Ecke erledigst. Nee, da fährst du. Also wenn man das so eingestellt hat, ne? Und sich das natürlich auch dementsprechend so aussucht, da fährst du 1000 Meilen erstmal, bevor irgendwas anderes passiert. Herrlich. Herrlich. Muss ich immer so an die Anfänge des ATS denken. Was hatten wir? 2 Bundesstaaten? Oder wie viele hatten wir da am Anfang? Wo du in 10 Minuten da von Nord nach Süd gefahren bist, weil die Skalierung der Map noch nicht richtig stimmte und nicht angepasst war und du irgendwie gefühlt 20 Aufträge in einer Stunde geschafft hast. Das ist jetzt schon anders, ne? Jetzt? Oh, hab ich ins Mikrofon gepupst? Entschuldigung. Das war natürlich, Achtung, Einblendung, ein simulierter Pups. Entschuldigung. Das sollte so ein anerkennendes Geräusch sein eigentlich. Ist ein bisschen fehlgeschlagen. Gott, macht der im Augenblick Spaß. Und ich weiß so, ne, wenn man so auf Steam seine Freundesliste sich anguckt, ne, wer alles spielt. Ich weiß, Jungs. Ihr habt im Moment viele Stunden auf dem ATS, das wird einem angezeigt und dann sagt man, ja, du bist nicht alleine mit so viel Spaß gerade im Augenblick unterwegs. Ich glaube, ich bin viel zu schnell unterwegs gerade. Ich versuche mich ja immer ordnungsgemäß an die Geschwindigkeitsvorgaben zu halten. Also, so gut wie es halt mir möglich ist. Das Einzige, was ich vielleicht noch mal ändern muss, also der Mac Anthem, kommt mit einem eigenen Reifensatz daher. Der ist im Mod mit dabei. Was übrigens schon ein etwas älterer Mod ist. Der ist eigentlich für die Version 1.35, aber der läuft doch auf 1.36. Ah, da war wieder das mit den vielen Punkten. Ne? Sehr gut. Ja, 1.35, 1.36. Sehr schön. Auf jeden Fall ist das ein Reifensatz, ey. Da steht Goodyear drauf. Ich finde den sehr laut. Ich wollte das nochmal ausprobieren mit einem anderen Reifensatz, der aus dem SCS-Angebot ist. Nur mal zu gucken, ne? Ob es dann vielleicht etwas ruhiger wird. Vielleicht. Man weiß es nicht. Hat schon ein sehr lautes Fahrgeräusch, also neben dem Motor her. Ne? Der Motor kann ja brummen, das ist ja alles gut. Wieso machen die eigentlich alle hier schon wieder dichter? Na ja. Das wird doch nicht etwa hier schon wieder Nacht. Das geht ja mal gar nicht. Ich bin doch ein, ich fahre nur Tagsfahrer, dann kann es doch nicht Nacht werden hier jetzt. So, mal hier den schleichenden PKW holen. Mann, Macker hier dürfen... Oh, Macker gesagt. Entschuldigung, zu viele Videos geguckt von der Macker mit dem Bagger. Der Macker mit dem Bagger aus Hamburg, ne? Da sind wir wieder bei Hamburg, meine Perle. War eine schöne Stadt. Hier sind 70 Meilen, Freunde. Ich fahre nur 65 Meilen. Also ich könnte schneller. Der Mac könnte schneller. Aber ich bin so ein Spritspar-Dings. Ne? Ich denke ja auch an Greta. Greta hat gesagt, wir sollen die Umwelt schonen. Mach ich. Kein Problem. Deswegen hat der Mac hier auch
so ein Aerodynamikpaket hinten an den Reifen, ne, damit die Spriteffizienz erhöht wird. Ja. Also ich hab's dann gemacht, weil ich fand, das sah optisch gut aus. Das wird hier wirklich dunkel. Hier ja gar nicht. Mal gucken, dass wir hier vielleicht demnächst mal Rastplatz anfahren, um mal eine kurze Übernachtung zu machen. Ne? Im Dunkeln fahren. Achso, und für einige, die ja die Videos häufiger gucken und wen es interessiert, so auf der Fahrt von Seattle bis hierhin bis jetzt, waren einige Wiegestationen. Und ja, ihr könnt beruhigt sein. Ich durfte sie alle anfahren. Nee, stimmt gar nicht. Eine wurde mir gegönnt. Das war, glaube ich, als ich nach Utah reingefahren bin. Ja. Die Wiegestation, die durfte ich umfahren. Bin ich aber trotzdem drauf gefahren, weil da wurde es wie jetzt hier auch dunkel. Und da durfte man auch parken. Da habe ich da quasi auf der Wiegestation dann die Nacht verbracht. Zählt also eigentlich auch nicht, als ich durfte sie umfahren. Ich musste sie zwangsläufig anfahren. Ja, keep left, alles klar, mach ich. Ich wollte hier ja nicht abfahren. Da ist schon ein bisschen Kerle-Sport-Sound hier, ne? Ich mag den Mac. Merkt man nicht, ne? Ist aber so. Oh, ist da vorne eine Raststation? Da müsste ich jetzt runterfahren. Keep right. Keep what? Jetzt geht das wieder los. Ich bin verwirrt. Ist ja nichts Neues, ne? Keep left. Ja, right, left, left, right. Von lauter Left, Right habe ich jetzt nicht geguckt. Der, wo links war, glaube ich, so ein Trucker-Dings, Schlafding. Ja, verpasst. Verdammt. Da waren wir jetzt hinter uns einen romantischen Sonnenuntergang. Gleich wird es hier stockfinster. Der Trucker von Welt hat keine Schlafgelegenheit. Die Einfahrten immer noch ein bisschen kurz, ne? Nein, wenn wir hier. Fahren wir da hin? Santa Rosa, nach Osten. Osten? Egal. Der Weg ist das Ziel. Wir werden schon irgendwann ankommen. Also am besten wäre Boston, New Mexico. Bei den kleinen Aliens. Oder vielleicht mal auf dem Rastplatz irgendwann. Alle anderen scheinen nämlich schon ihren Parkplatz gefunden zu haben. So wenig wie hier jetzt gerade unterwegs sind. Oh, guck mal, wie ist mal die mittlere Spur jetzt? Ne? Lass ihn laufen. Ein kleines Schlückchen von unserem Tracker-Kaffee nehmen. Ah. Könnt jetzt natürlich mal eben gucken, wann überhaupt denn der nächste Parkplatz mal kommt. Ob es überhaupt noch welche geht oder wir hier das Campingzelt. Was für ein Campingzelt? Ich habe doch hinten. Ich habe doch hier Wohnzimmer, Schlafzimmer, hier so alles in dem LKW. Auf dem Fernseher noch ein paar YouTube-Videos angucken. Läuft bei mir hier. Das Einzige, was wahrscheinlich nicht laufen wird, ist die Rückladung. Ich werde wohl kein Getreide irgendwo in New Mexico kriegen, schätze ich mal. Was soll's, fahren wir halt 1000 und ein paar zerschossene Meilen wieder zurück Richtung Washington.
Mein Fehler, Entschuldigung, hab nicht aufgepasst, hab wieder gequatscht die ganze Zeit. Sehe ich ein. War mein Fehler. Ach, mir läuft auch schon wieder die Nase. Männerstopfe ist immer noch am Start. Männerstopfe. Werden alle sterben. Männerstopfe. Höchst gefährlich. Wäre auch schon dunkel hier. Meine Herren, du drehst du durch. Und wir hier irgendwo im Nirgendwo. Oh, sieht man, wie es mal die schöne Seitenbeleuchtung aus, oder? Also sollten wir eine Truckstop hier finden. Ein Parkplatz von mir streichen. Das zeige ich Ihnen euch auch nochmal von draußen. Oh. Da, warte, shit. Rest Area, next ride. Alles wird gut. Du musst nur an den Parkplatz glauben. Dann kommt er. Du brauchst keine neue Road finden. Was habe ich freigeschaltet? Truckstop Tour. Mach so. So, wo ist denn hier für arme, müde Trucker? Da vorne. Ja klar. Wieder erstmal alle um die Ecke fahren hier. Bevor man hier mal eine Schlafgelegenheit findet. So, weit ausholen. 53 Fuß Auflieger. Das wird wahrscheinlich nicht formschön jetzt gerade hier in der Parkbucht stehen. Ne? Naja. Ich könnte jetzt noch vor und zurück und das lassen wir jetzt mal. Ne? So, schauen wir uns das Schmuckstück. Oh, schöner Auflieger, ne? Guck mal, schön. Habe ich gut ausgesucht, oder? Den habe ich eigentlich farblich zusammengestellt noch für den Canvas, deswegen ist er auch so orange mit schwarzen Felgen. Aber den Kenny steht in der Garage. Wir sind mit dem Mac, hier ist mein Aerodynamikpaket. Ne? Greta, ich tue was für die Umwelt. Deswegen lasse ich auch im Stand gerade den Motor laufen. Ja, The Bulldog, der Mac Anton. Und da sieht man die Goodyear-Reifen, die der Mod mitbringt. Die sind ein bisschen laut. Aber ich mag ihn trotzdem. Ah. So, und wenn ich hier eine kleine Ruhepause einlege und quasi jetzt meine Mikrowelle mal mir auch ein kleines Essen mache, ne, und mir meinen Fernseher anspeise, kommen wir jetzt erstmal zum Ende dieser Folge. Ja, wie immer zum Ende einer Folge. Wem es gefallen hat, ne? Liked es, abonniert es, kommentiert und teilt es. Teilen wäre super. Das geht richtig dann los. Ja, ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.